Ja, hallo YouTube, Stanskill am Start, heute mit einem neuen Video, und zwar heute gibt es die 7 besten Lackierungen für den X80, nämlich der X80 ist wirklich ein flottes Auto und der braucht auch flotte Lackierungen, und die alles zeige ich euch in diesem Video, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet, und natürlich, wenn wir 1500 Daumen nach oben schaffen würden, würde ich mich echt freuen. Das Video hat sehr viel Spaß gemacht zu machen und hat viel Arbeit reingesteckt. Ah, lauter Rap geht's. Den ersten Paintjob, den ich euch in diesem Video zeige, ist die klassische Variante vom X80, und zwar in Schwarz-Weiß. Hierfür habe ich die Farben Metallic Schwarz und Metallic Frostweiß ausgewählt. Ihr könnt gegebenenfalls auch als Sekundärfarbe Metallic Eisweiß nehmen, obwohl ich muss sagen, das ist ein bisschen zu grell, müsst ihr gucken, ist ein bisschen Geschmackssache, aber als Akzent auf jeden Fall das Eisweiß, das ist nochmal so ein bisschen greller als das Frostweiß und passt perfekt auf diese Variation. Und innen natürlich könnt ihr auch auswählen Schwarz oder Weiß, um den Kontrast nochmal so schön darzustellen. Ich finde elegant, klassisch. Super, weiter geht's. Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Whoa, you shine. Der zweite Paintjob, den ich für euch auf Lager habe, ist schon ein bisschen sportlicher, und zwar die Schwarz-Rot-Variante. Hier habe ich mich für das Torino-Rot entschieden, und zwar das Torino-Rot ist wirklich ein schön kräftiges Rot und nicht zu dunkel, aber wirkt immer noch sehr, sehr schön aggressiv, meiner Meinung nach. Ein bisschen sportlicher, hier der Akzent Eisweiß müsst ihr auf jeden Fall nehmen, nämlich der unterstreicht nochmal richtig schön die Konturen vom X80. Innen natürlich Schwarz, hier würde ich nicht Rot nehmen. Schwarz passt auf jeden Fall, um halt diesen Kontrast aufrecht zu erhalten. Zudem alle Carbon-Applikationen habe ich da rangeknallt an den Dingen. Ab geht's zum nächsten Paintjob. Jetzt kommt die Rennversion, und zwar der X80 in Weiß-Rot. Hier habe ich die Primärfarbe Metallic Frostweiß und die Sekundärfarbe Torino Rot gewählt und natürlich den Akzent wieder Eisweiß. Ihr könnt hier aber auch den Akzent in Rot nehmen, aber obwohl ich das so schön klassisch finde, in diesen Akzent mit Eisweiß, ist auf jeden Fall so eine richtig sportliche Variante und mal ein bisschen was Frisches und Helleres, falls ihr denn mal ein bisschen auffallen wollt. Innen habe ich natürlich wieder klassisch Schwarz genommen. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you, boy, I don't need that much, need that much. Jetzt kommt einer meiner Lieblings-Paintjobs. Ich habe gleich noch ein paar Favoriten auf Lager, aber das ist wirklich schon einer, der ganz weit mit nach vorne kommt. Und zwar das Fahrzeug X80 in Mattschwarz sowie der Akzent Renngelb. Das Fahrzeug sieht so ein bisschen aus wie ein Bettmobil. Und jetzt habe ich gedacht, machen wir uns das Fahrzeug doch mal richtig schön einzigartig. Da habe ich mir einfach eine Crew erstellt, habe mich da schnell auf Crewstufe 10 gelevelt und habe mir einfach ein richtig geiles, schönes Batman-Logo erstellt. So habe ich sozusagen das Bettmobil in Los Santos. Ich bin damit wirklich rumgefahren. Viele Leute dachten, oha, was für ein geiles Fahrzeug, und dann natürlich noch die Neonleuchte in goldener Dusche heißt die Farbe, ist auf jeden Fall übertrieben geil, und ich kann jedem empfehlen, das nachzumachen. Also ist wirklich schon ein richtig geiles Auto, matt schwarz, Renngelb, und natürlich das Batman Logo auf der Seite darf nicht fehlen. Ihr könnt euch eine Crew erstellen und dann könnt ihr euch einfach ein Logo erstellen. Jetzt kommen wir zu einer Farbe, die mir wirklich sehr gut gefällt, und zwar habe ich mich hier für primär Metallic Limettengrün, sekundär Mattschwarz entschieden, und zwar das Limettengrün schimmert dann so auf das Mattschwarz, das sieht einfach geil aus, nämlich kommt das Fahrzeug von vorne, sieht es so aus, als wäre es ein ganz normaler schwarzer X80, aber sieht man ihn von der Seite oder leuchtet so ein bisschen in der Sonne, ist er halt grün, und das sieht auf jeden Fall richtig geil aus, finde ich, und ihr könnt damit natürlich mit dem Akzent Eisweiß noch schöne Konturen setzen, finde ich, sieht richtig nice aus, und auf den ersten Blick denkt man halt ein normaler X80 in Schwarz, aber auf dem zweiten Blick sieht man halt das schöne Limettengrün. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop. Jetzt werde ich euch eine richtig heftige Farbe zeigen, die es eigentlich gar nicht möglich ist, so im Spiel zu bekommen. Nämlich, ihr müsst euch dafür eine Crew erstellen und müsst die Crewfarbe in diesen Hexcode hier ändern. Und zwar ein Tutorial, wie ihr das machen könnt, unten in der Beschreibung. Und zwar müsst ihr einfach die Crewfarbe in halt FF und viermal die 0 ändern. Dann habt ihr so ein schönes Rot. Und auf die Crewfarbe könnt ihr dann Renngelb raufhauen. Und wenn ihr dann in die Sonne fahrt, werdet ihr so einen richtig shiny, nice Scheiß bekommen. Und das sieht auf jeden Fall richtig fett aus, meine Freunde. Ich muss sagen, das wirkt übertrieben geil und sieht einfach so nice aus.
aus. Also das ist wirklich eine richtig geile Farbe und falls ihr richtig auffallen wollt, kann ich jedem empfehlen, das mal nachzumachen. Funktioniert übrigens übertrieben schnell. Falls ihr keine Crew habt, erstellt euch einfach eine, dann müsst ihr einfach nur noch das Crew-Level auf Rang 10 bringen, aber das ist ganz easy, dafür müsst ihr einfach ein paar Missionen machen. Das funktioniert in einer Stunde, also ist wirklich eine einzigartige Farbe. Die Farbe Blau darf natürlich bei diesem Fahrzeug auch nicht fehlen, deswegen habe ich hier zwei Variationen in eine sozusagen zusammengefasst. Und zwar habt ihr hier einmal die Auswahl, den Prototypen noch so richtig wie so ein Prototypen aussehen zu lassen. Dann wählt ihr einfach die Primärfarbe Ultrablau aus und die Sekundärfarbe gebürstetes Aluminium sowie den Akzent Eisweiß. Ich finde, das Fahrzeug sieht dann auch irgendwie mehr wie so ein Prototyp aus. Falls ihr aber nur auf die Farbe Blau steht und so ein bisschen klassisch rumfahren wollt, dann empfehle ich euch beide Primär, Sekundär, Ultrablau und den Akzent hier auch Eisweiß. Ist auf jeden Fall richtig fresh. Erinnert mich ein bisschen am i8, aber ist ja auch egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welches euch am besten gefallen hat. Sowie, wenn ihr einen heftigen Paintjob habt, schreibt den auch mal in die Kommentare. Ich check den mal aus. Das war's gewesen. Haut rein, guckt deinen Standesgriff hin.